Das ist so krass, wir zocken jetzt neues Game. Ihr versteht's nicht. Das ist so ein bisschen so das erste Mal, bevor wir Rust gespielt haben. Das erste Mal, bevor wir Raft gespielt haben. Das erste Mal, bevor wir Valheim gespielt haben oder Icarus oder so. Das ist jetzt das erste Mal. Mhm. Oh, Leute, Time ist hier. Wir spielen Return to Moria. Da auf das Game freuen wir uns. Survival Game im Herr der Ringe-Universum. Wir sind die Zwerge, sind in den Minen, müssen uns Wasser kümmern, essen, Erze abbauen, Base bauen, überleben. Wir zocken mit G-Time, Rumatra. Ich glaube, Sebo kommt hier noch dazu. Es geht zurück nach Moria. Da, wo die Minen der Zwerge von Orks noch voll im Arsch sind. Aus einer dunklen Zeitalter von den Zwergen. Wo es nicht so lief gerade bei denen. Wo man die Mine so ein bisschen zurückerobern muss. Deswegen heißt es ja immer Return to Moria, weil die dahin zurückgehen. Es geht in die Mine. Zwerg anpassen. Ich sehe aus wie G-Time. Irgendwie sieht jeder Zwerg aus ein bisschen wie G-Time, stimmt's? Ring und Rinder knoten. Ich sehe aus wie der größte Idiot. Ah, ich habe ein männliches Gesicht, aber ich kann mir einen Titten machen. Okay, ist ja, wenn man das möchte. Ich würde aber sagen, auf keine. Plauze ist geil. Plauze prominent. Ich werde mich jetzt gleich richtig hässlich oder machen. Ich habe prominent finde ich geil. Wenn die Leute fragen, ob ich dick bin oder dünn, sag ich, ich habe eine prominente Plauze. Das klingt gut. Persönlichkeit grimmig. Weichern. Ich habe mir einen richtig geilen Charakter erstellt. Trimax oder Zwergmax? Zwergmax ist besser. Der Riese aus Clash Royale? Nein! Ich bin Zwerg, das kann doch kein Riese sein. Gulfur, wer ist? Gulfur ist. Was bin ich? Der hat mir den vorgeschlagen, dann fand ich den Namen geil. Oder lieg ich? Gulfur ist doch wenigstens ein guter Zwergenname. G-Time sieht aus wie G-Time. Oh, Rumatra, wieso Durin der Unsterbliche? Wie kamst du zu deinem Charakter? Naja, Durin ist cool. Yeet! Gut gespielt. Metalle. Yeet! Rezept. Einfache Spitzhacke kann ich jetzt bauen. Da, Handwerk. Einfache Spitzhacke herstellen. Metallteile. Kann ich das auch hier hinpacken? Ja, geil. Auf eins ist jetzt die Picke. Okay, in einer habe ich... Kann ich was abbauen? Habe ich eine Frau? Geht der kaputt? Du hast eine Spitzhacke. Metallteile. Kannst craften mit den Sachen, die hier sind. Ich habe auch eine Spitzhacke jetzt. Doch, Gegenstein ist so gut. Stein. Ja, ich habe Steine abgebaut, aber extrem langsam. Ach, ich habe dich hier schon reingebuddelt. Wow, Tutorial abgeschlossen. Grabe einen Tunnel nach draußen. Stoffreste, immer einsammeln, Leute, was hier liegt, ne? Wir sind sehr begrenzt hier in der Höhle. Keine gigantische Open World. Heldenband. Kann ich dich hauen? Gibt's Friendly Fire? Nee, ne? Das ist doch gar nicht Osten, wo du hingehst. Ja, aber ein bisschen gucken. Kamst du sofort ins Baumenü? V. Zeig mal, V. Handchen. Oh, ich habe Pilze gegessen und jetzt? Ah, du hast dich hochgeneintet. Das ist uncool gemacht für uns, G-Time. Ich weiß. Zack. Okay. Wolltest du das abbauen, oder was? Ich wollte das nochmal neu für euch machen, ja. Können wir alle gleichzeitig holen, kommen wir richtig schnell durch. Guck mal, wie wir hier als Team sind. Das ist Zwergen-Teamwork. Ich muss essen, fuck, ich hab keinen Hunger, ich hab Ultra-Hunger. Im Spiel. 51 Metallteile, das muss ja für ein bisschen was reichen, oder? Ja, ich dachte mir auch gerade. Orks in Moria, Gibbet! Ja, das ist ja die Story. Wir befinden uns hier in einem Zeitalter, wo die Minen komplett im Arsch sind und von Orks besetzt werden. Okay, wir haben schon mal fett gelootet, Freunde. Wir können gleich eine richtig schön saftige Base bauen. Ich bin hier reingegangen und direkt links dann. Oh, restaurieren. Restaurieren, Brautank. Bauen wir hier unsere Base oder was? Weil wir hier den Brautank haben. Sieht fast so aus, ne? Gefährten, wir müssen durchs Schattenbachtor. Moosbären, ich esse Moosbären. Bereite dich auf die lange Finsternis vor. Ich habe die Bären gegessen, hat nichts gebracht. Orks! Wo? Ich habe keine Waffe, keine Orks, bitte. Goblins! Wo denn? Hier! Befehlsakt. Oh! Ich komme. Hoffentlich gibt das XP. Ich habe eine Axt. Goblin? Gibt's Goblins? Oder Orks? Goblins sind das. Ihr könnt aufladen, da habt ihr einen richtig dicken Wumms. Hier sind Eisbärratten. Warum hast du die dann gegriffen? Ist nicht unser Auftrag? Aufladen ist geil. Können wir uns gegenseitig töten? Nö. Hallo?
Moin. Hey, was geht? Hey. Moin. Hey. Ah, wie geht's sauber, Sembo. Alter. Oh, okay. Kohle ist hier. Ja. Wollen wir singen zusammen? Meinten, wenn wir Kohle abbauen, wollen wir nicht singen. Okay, ich glaube, hier müssen wir unsere Base bauen oder die Stadt wieder aufbauen. Das war mal eine Stadt, ne, wie es aussieht. Ja, aber doch nicht. Hat der Rabe irgendwas gesagt? Der Rabe hat gesagt, dass du die Schnauze halten sollst. Schmelzofen restaurieren. Ich restauriere hier gerade mal was. Ich mache hier mal so Zwerg. Oh, fertig! Rezept für Eisenbarren. Schmelzofen wiederhergestellt. Können wir aus den Metallteilen Eisenbarren schmelzen? Keine Feuerstelle in der Nähe. Ach, wir haben hier einen. Hast du den gerade gebaut oder hast du den? Den hab ich gerade restauriert. Toll, dann tun wir Sachen. Aber wir haben keine Feuerstelle in der Nähe. Ich weiß nicht, wie das geht. Da könnt ihr auch mal helfen hier. Wir brauchen 3 Eisenbarren, dann haben wir eine Schmiede. Und das ist nur ein Schmelzofen. Das ist doch schon mal geil. Gita, wir brauchen. Pflanzenboden, man kann Sachen anpflanzen hier. Oh mein Gott, das mache ich. Ich skill voll auf Pflanze. Bereite dich auf die Finsternis vor. Wir sind überhaupt nicht bereit für die Finsternis. Nope. Schmelzofen. Baupläne. Eisenerzlager. Da, was? Gedenkflamme? Nee. Wir müssen jetzt hier irgendwie die Feuerquelle für uns aufstellen. Ah, hier sind ganz viele Kopf. Ich bin One-Shot. Ich helfe dir. Ah. Bro, du musst ich hab keine Ausdauer mehr. Wo ist T-Time? Ich bin hier. T-Time, wir sterben. Die Nacht bricht herein. Oh, hier sind Goblins bei mir auch. Ich komm zu euch. Aua, ich bin tot, ne? Bam. Ich bin One-Shot. Ich auch. Sebo mit dem Ring. Ja, ich hab den schon gefunden. Ihr hört auf zu suchen. Der Ring ist schlecht. Niemand will den Ring haben. Ach so. Sebo hat keinen Herr der Ringe geschaut. Er denkt, der Ring ist gut. Oh, ich bin Sebo. Ich hab den Ring. Ich diene Sauron. Hallo. Sorry. Wieso haben die 4 Sterne schon, hä? Weil Dunkelheit ist. Wir haben uns kein Eisen hergestellt. Wir haben keine richtigen Waffen, weil G-Time weggelaufen ist. Grafik. Stimmt's, G-Time? Nö. Okay. Oh mein Gott, ich hab's gefunden, wo wir hin müssen. Ist das die Feuerstelle, die wir hier machen können? Steinerne Feuerstelle mache ich. Ich restauriere das. Ich bin der dir Sachen restauriert. Zack. Oh. Braten. Ich hab sau viel Kohle jetzt noch geholt. Kannst du den Schmelzofen nochmal restaurieren? Hier ist auch ein Schmelzofen. Okay, geil. Ich mache jetzt einen Braten hier im Ofen. Wer den rausnimmt, ist ein Wichser. Ich hab nicht genug Steine, glaube ich. Nee, ich kann nicht restaurieren. Let's get you open. See what you're keeping secret. Gib mir das hier Stein. Ja, gib das mir. Es gibt alles Oh mein Stein. Gott, wir können ganz viele Sachen bauen. Ich weiß. Oh, ist das toll. Das ist ganz ist das toll, dass wir, jetzt dass wir jetzt ein neues Game zocken. Scheiße. Stell dir mal wirklich vor. Das ist ja ganz toll, das Game. Ja, wie das erste Mal Valheim, das erste Mal Rust. Das erste Mal Sunkenland, das erste Mal Icarus, alles. Wir zocken es jetzt zum ersten Mal. Ich habe genug Steine. Ich verhungere, ich sterbe. Oh Gott, Rumatra, hast du Essen für mich? Nicht das da rausnehmen. Gut. Bin ich gestorben? Nee, oder? Du lebst bei mir noch. Ich bin tot! Oh, stimmt, du bist tot. Du bist der Erste, der gestorben ist? Ja, Rumatra hat geschrien, nicht rausnehmen. Hab dich wiederbelebt. Aber natürlich nicht rausnehmen. Ja, ich habe aber auch selber nur 1 HP gehabt, Alter, sonst wäre ich jetzt tot. Na komm, du übertreibst. Lieber du als ich, sage ich immer. Pilzeintopf. So, jetzt gibt's hier muss das Eisenerz rein in den Schmelzofen. Esstisch muss abgeräumt werden. Pilzeintopf. Das ist meine Suppe. Danke. Gegessen. Oh, das hat richtig viel gegeben. Ich mache jetzt einen richtig schönen Braten. Das ist geil. Guck mal, 3 Portionen. Gita, tu mal hier deinen Scheiß rein. Hier, deine Eisenerze. Die können den Schmelzofen, hab ich fertig gebaut gerade. Geht das? Eisenbarren, Kohle hinzufügen. Wir können mit 3 Eisenbarren hier die Schmiede restaurieren. Guck mal hier direkt daneben, wie geil. Alter, bist du am... Guck mal, wie der da am Grinden ist drinne. Das sah cool aus. Das ist ein Gegner. Tu rein. Wo hast du Eisenerze her? Die waren direkt hier vorne, ich hab die schon abgebaut komplett. Eisenbarren brennt. Ich bin so am Kochen für euch. Passt auf, weil ich euch jetzt gleich auftischen werde, Jungs. Ich hab einen Eisenbarren rausgenommen. Darf ich in die Schmiede tun? Ja, ne? Easy. Hier einen schönen Schweinekrustenbraten habt, damit nach schönen, krossen Kruste. Was sucht man essen? Jetzt genau? Eisenerz, ja. Kohle, Stein, wir brauchen alles. Okay. Okay, das sieht doch schon mal ganz vernünftig aus, was wir hier machen. Wir brauchen noch einen Eisenbarren, dann geht die Schmiede wieder. Wie viel Eisenbarren hast du? Ich hab noch einen. Wir haben uns mal wieder eine Tür gebaut, Leute. Sauber. Ich repariere die Schmiede.
So. Stabil. Wow, Schild der Eisenberge, Eisenhammer, Eisenschwert und Uris Schlüssel. Hier ist direkt eine Kiste. Sollen wir mal Uris Schlüssel machen? Die ist direkt neben uns. Ja, wir brauchen einen Schlüssel und dann ist die Kiste. Mach ihn, mach ihn. Herstellen. Hat's geklappt? Ich habe ihn im Inventar. Ach so, sorry. Ich mache hier eine Kiste auf. Uris Akufur-Truhe mache ich auf. Aufschließen, E. Und was? Drei Eisenbarren. Ein Lembas. Komplexe Ration. Lembas Stoffreste, toll. Metallteile, Kohle. Und 10 Münzen. Lembas Brot? Ja. Was ist die Besonderheit von dem Brot? Elbisches Wegbrot. Ein Stück reicht aus, um Reisende für einen arbeitsreichen Tag zu stärken. Boah, so low, Alter. Du bist so low, Alter. Stellt Leben und Energie vollständig wieder her. Hilfe. Der ist doch geil. Nee, das musst du wissen, Alter. Wir brauchen Hautfetzen. Ja, wir brauchen Hautfetzen für die Waffe, ne? Ja. Ach, ihr wollt ja aber loslaufen und Hautfetzen suchen. Welche Waffe wollt ihr denn machen? Eisenschwert. Wo kriegen wir jetzt ein Hautfetzen her? Beanspruche Bettzeug. Die kriegst du, wenn du Goblins tötest. Ich habe 6 Hautfetzen. Oh mein Gott, damit kannst du 6 Eisenschwerter machen. Hingelegt, hier liegen 5 Hautfetzen. Vor dem. Komme. Vor dem Feuer. Ich habe mir schon Schwert gemacht gerade. Ich gehe jetzt. Wo hast du die hingelegt? Liegen in der Mitte irgendwo von unserem. Bettzeug beanspruchen. Habe ich doch. Ich habe doch ein Bettchen hingelegt. Was sind das hier für Dinger? Okay, danke. Beanspruchen. Sonnenzwiebeln? Ja, die wachsen hier einfach. Ja, die sind lecker. Ich habe einen Wolf, glaube ich, gehört. Wo sind diese Hautfetzen? Wo hat er die hingetan? Kannst du mir einmal eine geben? Nee, wahrscheinlich nicht. Ja, hier bei mir gegenüber. Ich habe die Tore zu Durins Hochstraße gefunden. Folgen Sie mir, Durin. Närrischer Zwerg, wir dürfen nicht zu tief buddeln. Jo, was geht hier ab, Alter? Okay. Ja, wir haben auch Müdigkeit und so, ne? Wir müssen, glaube ich, auch schlafen. Ja, dafür haben wir unsere Betten gemacht. Müssen wir alle zusammenpennen und Anstrengung. Mein Charakter leidet. Ich tue ausruhen. Oh, wir können die Nacht skippen, indem wir im Bettzeug schlafen. Warte auf andere, um schlafen zu gehen. Aber macht das Sinn? Ja, Herr Durin, platzieren Sie Ihr Bett bei mir. Ich komme zu euch zurückgesprintet. Digga, meine Ausdauer ist im Arsch. Wir müssen pennen. Okay, okay. Gut gepennt, Freunde. Gut gepennt. Steht da, jetzt haben wir alle Hunger. Scheiße, stimmt. Kann jemand was kochen? Ich habe hier ein Steinlager gebaut, Freunde, wenn ihr das mal euch anschauen wollt. Werkzeuge. Ja. Eine Kiste bauen. Stein einlagern. Alter, wie viel passt da rein? Geil. Steinlager, Kohlelager, Eisenerzlager. Gefällt mir doch. Können wir noch ein Holzstückelager machen und so schnell? Stimmt, ja, oder? Ich tue hier nochmal eine eiserne eine Truhe hin, hier. Da tun wir Sachen rein, wo wir nicht wissen, was es ist, ja? Ja. Ich habe ein Zitrin. Guck mal, ich habe hier Münzen. Ja. Ein Heldenband. Hautfetzen. Das reicht. Wir müssen irgendwas anpflanzen. Ich weiß nicht, irgendwie. Jo, wie groß das Holzlager ist, wie cool. 150 passt da rein. Okay, wir haben ja schon eine chillige Basis, ja. Leute. Kohle, Stein, Holz. Jetzt müssen wir loslaufen und Eisen suchen, ja? Ich würde sagen, wir gehen zu Urins Hochstraße. Alter, Sebo hat sogar sich schon das Schild gemacht. Ja, wie gierig. Ach, durfte ich nicht? Ich dachte, ihr habt alle und ich bin Nachzügler und hab mir eben gemacht. Sebo, mach dir das. Die würden das auch machen, wenn die könnten. Die machen immer nur ein schlechtes Gewissen, aber würden selber dann so machen. Nö, ich nicht. Das stimmt nicht. Max vor allem. Du bist der Schlimmste von allen. Was? Ich wirklich nicht. Oh, gut gespielt. Tötet die Ratten. Was hat ihr hier rüber gehört? Oh, guck mal, da unten, die Früchte des Lebens. Moosbeeren. Ich find's geil, dass Sebo mitmacht bei dem RP. Die Früchte des Lebens, find ich sehr geil, Sebo. Hier unten hätten wir auch bauen können. Ja, guck mal, viel geiler hier mit Treppen und so. Hier dann ist Pflanzenboden. Wartet auf mich, meine Gefährten. Ich will auch die Früchte des Lebens entdecken. Weiß nicht, sollen wir den mitnehmen? Ein Thymian-Samen. Ja, safe. Ach, dann ist das auch gar nicht unsere Base gewesen, die wir da gebaut haben. Ich dachte, das ist unsere Base so. Natürlich ist es unsere Base. Nein, das wird niemals unsere Base sein, wenn wir noch nicht mal angekommen sind bei Moria. Achso, das war so eine Tutorial-Base, oder was? Ich glaube, das war eine Tutorial-Base, ja. Wo müssen wir hin? Nach Osten. Zu den Minen. Zu den Minen. Zu den Minen. Zu den Minen. Logisch. Nein, ich habe den Schattenfluch. Und dann bleibt der. Ich auch. Oh, ihr kriegt Schaden. Ihr werdet sterben. Ja. Nein, komm, Schattenfluch. Vielleicht sterben wir. Nee, Schattenfluch läuft doch auf. Das tickt so lange, bis man tot ist, glaube ich. Nein, nein, das geht nur noch kurz. Steht doch da. Hälfte schon rum. Wir überleben das Rumatra. Ich habe Angst, Max. Er ist in 3, 2, 1, weg. Krass. Mehr als Hälfte Leben. Ihr habt getalkt. Ihr habt getalkt? Ja, getalkt. Seit wann hast du so eine goofy Sprechweise, Alter? Sag mal, wie talkst du? Das ist so von 2009. Oh, Wölfe. Was? Bleib hinter mir. Gut gekämpft. Geil, dass du ein Schild hast.
Hör hier ein Geräusch. Alles unter Kontrolle. Wollen wir mal, ich mach mir kurz was zu essen. Ich hab mich keine. Ey, hier buddeln sich Goblins aus und ein und alles. Spitzhacke. Ja, hier draußen hat sich ein Goblin gerade verbuddelt. Was für ein Bayrock. Drei Westtor belagert. Habt ihr auch gerade die Dinge? Oh Gott, wir werden belagert. Rumatra! Wir jetzt? Die attacken uns! Fledermäuse! Ach du Heilige! Wir müssen echt die Nacht skippen, Leute! Kämpft! Ich bin da. Wir kriegen's hin, keine Panik. Debo ist auch da, jetzt sind wir wieder zu viert, wenn's drauf ankommt. Guck mal. Dieser. Warum so viele? Ja, warum haben wir schon vier Sterne? Ich glaube, wir spielen irgendwie falsch. Ich glaube, die Gegner spielen falsch. Schau mal, wie dumm die sind. Die sind schon tot. Ja, ja. Die kommen aber immer mehr kommen aus den Schatten da hinten. Wir müssen echt die Nacht skippen. Wir spielen überstanden. In Minecraft. In der ersten, nach Aussetzung auf der neuen Welt, spielen wir direkt die Nacht durch, anstatt zu pennen. Kommt mal her. Wir holen übelst Attack. Ratet euch mal was Leckeres. Ich habe zwei Braten gemacht. Einen würde ich beantworten, den anderen könnt ihr euch teilen. Ich mache euch auch noch, ich füge euch noch Portionen hinzu. So, da kommen jetzt vier. Das ist geil. Das reicht. Fleisch Essen für. Fassen. Esstisch muss abgeräumt werden. Mach mal Essen weg. Wird gegessen. Pflanzboden habe ich gefunden. Was? Sowas will ich nicht. Ey. Was ist das denn für ein Scheiß? Du hast das Rezept für Pflanzboden gefunden, oder was? Ja, glaub schon. Echt Minzsamen. Ja, ich habe was aufgehoben und Pflanzboden gelernt. Ja, ja, manchmal ist das so. Das checke ich jetzt erstmal ab. Esstisch, hört zu einer Truhe. Pflanzboden, tatsächlich. Ich glaube, wir müssen Hieras auch gleich Granit mal wieder schlafen. Schlappheit. Fledermausdung. Hier, oh, Fledermausdung war hier irgendwo. Kann jemand. Nicht nur direkt mit Minzsamen? Nee, scheiße. Kann man Gegenstände reparieren? Stimmt. Hat jemand die Fledermaus, die Scheiße von der Fledermaus mitgenommen? Nein. Nein. Ah, vielleicht habe ich das gerade aufgehoben. Fledermausdung, ja. Das ist den Fledermausdung. Ich will nicht aufsehen, mein Inventory ist immer voll, wie nervig. Wo sind jetzt die Minen von Moria? Oder sind wir schon hier, drin? Wir müssen hier hinten lang. Folgt mir in die Dunkelheit. Ich will mit euch da eine fette Base aufbauen. Ja, ja. Dass wir auch mal Inventory entleeren können. Und dann bauen wir sowas wie eine Werkbank und gehen in eine Tech ein Level höher und so ein Scheiß. Ziel abgeschlossen. Finde. Du den Minen, hier geht's. Minen. Hier geht's, kommt her. Abbauen. Wollen wir nicht erstmal looten? Ich glaube, ihr lauft so in sowas vorbei wie in so. Wir können ja wieder zurückrennen. Wir können ja wieder zurückrennen dann einfach. Macht keinen Zauberzeichen. Mehr. Niemand backtrackt gerne. Elbenzauber. Sebo baut im Fall. Die Magie der Elben ist stark hier. Ein Zauberer sucht nach Frayn. Gandalf. Gandalf war hier. Wirklich? Ist Gandalf nicht der Graue, ja. Nee, oder? Doch, tatsächlich. Gandalf. Ein Zauberer sucht nach Dreien. Diese Runen sind die Zeichen des Zauberers Tag. Und hier steht geschrieben. Oh, Gandalf war wirklich hier. Gandalf war hier, der Gandalf passt doch gar nicht rein, hier. Der ist doch viel zu das hoch. Das Elbenviertel. Hier sieht's toll aus. Das sieht hier gar nicht mehr aus wie eine Höhle. Boah. Das sieht wirklich cool aus. Coole Musik. Oh, wie geil ist das Spiel. Boah. Wir sind da. Ich will jetzt hier unbedingt ein Lager mit euch bauen. Hier sind Orks. Attacke, okay, Attacke, Zwergmax, Attacke. Nee, oh, das sind Vampire. Wieso sind die so hoch? Die sind groß. Stopplins. Ich bin halb tot. Sebo, Schild. Ja, ich komm. Alles gut. Wir kriegen das hin. Digga, wie stark sind die? Wir kommen hier nicht durch. Doch, und jetzt. Die kriegen wir. Die rollt, man. Oh mein Gott. Oh, ich bin in Gefahr. Ich wurde geone-shottet. Zwergmax. Hilfe. Ich auch, Wo ist G-Time? Ich bin fast tot. Ich attack von alle hinten. Gestorben. G-Time, warte, bleib, ich kann dich gleich holen. Oh. Ups, hab probiert dich wieder zu beleben, bin gestorben. Ey, Sebo, kalt ihr beide. Alle drei tot. Na, nur noch G-Time lebt. Digga, ihr habt Orks gepult, die voll stark sind. Bro, das sind Hobgoblins. Halbgoblins. Ich werde Sebo aufheben. Dann muss einer von euch ablenken. Oder sterben und wieder erwachen. Kommen gerade zu Sebo eine Horde Wölfe oder sehe ich das falsch? Oh ja, nee, Tatsache, ja. Da kommen 7, 8 Wölfe, da hinten kommen nochmal 3. Okay. Es kommen 9 Wölfe zu G-Time. Ja. Bei G-Time 9, da kommen noch 3, G-Time. Wie? G-Time, bei dir sind jetzt so 14 Wölfe.
Bist alleine? Die Hobgoblins kommen. Warum Hobgoblins? Steht da hinter dir, kommen nochmal drei Wölfe jetzt. Ich glaube, jetzt ist eine gute Zeit, dass ich mir einen Kaffee mache, oder? Ja, ich glaube, ja, kannst du ruhig. Ich glaube, jetzt ist so die Kaffeezeit gekommen. Ich bin gleich wieder da. Oh. Ja, und ich liege hier und bekomme Kälte gerade. Das heißt, jetzt kommt jetzt mehr weit. Ich auch, ja. Ach, und wenn Kälte kommt, dann stirbt man instant, oder was? Weiß ich doch nicht. Jetzt kommen nochmal fünf Wölfe und fünf Halbgoblins auf dich. Ja. Sebo, ich komme dich jetzt aufheben. Ich habe die Wölfe besiegt. Da kommt ein Höhlentroll gerade. Ja. Da kommt ein Höhlentroll von hinten. Gulfur, bitte. Lass mich nicht hier. Jetzt muss G-Time die Kiten und ablenken und Sebo revived uns. Das wäre krass. Okay, ich habe zwei Leben. Steh ja, auf, probier's. Sebo, mit dem Ring. Ja. Folg mir, ich weiß, wo es in die Minen geht. Warte, jetzt musst du die... Wie viel Leben hast du, Mann? Einer lenkt ab, einer zieht fast tot. So, warte, lass mich die ablenken, wenn die jetzt hinterher kommen. Guck mal, es sind nur noch zwei. Zwei haben wir schon getötet, am Anfang waren es vier. Sebo, okay, die rennt zu mir. Sebo, sehr gut. Lenkt sie ab. Jetzt G-Time. Sebo, lauf weg mit denen. Weiter weg. Ja, ja, sehr gut. Zieh. Ja, komm, ey, die kommen mit dem Bogen zurück. Egal. Hab die wieder. Oh, du kannst double. Und drei Wölfe. Ich hab sie double revived. Okay, jetzt greifen wir sie an. Essen, dass wir Leben kriegen, oder? Oh. Was bringt denn Essen? Bringt Essen gar nichts. Scheiße, ich dachte, Essen bringt Leben. Was machen wir jetzt? Ich weiß, was wir machen sollen. Ja, ihr mit den, die mit den Schildern müssen irgendwie auf den Boden zacken, wackeln. Ja, dann mach doch was dann auch, wenn die liegen. Zack, ich hab nur zugehauen. Guck mal, du machst die auf den Boden und ich hau zu. Oh, keine super Mahlzeit mehr. Den nochmal auf den Boden. Beide liegen. Hinter euch. Liegt. Liegt, sehr gut. Liegt. So liege wie, ist tot. Sauber. Nice. Einer ist tot. Beide sind sauber. Tot. Sauber. Alter, Leute. Junge. Hier. Das habt ihr richtig geil gespielt. Hier, kommt mal mit. Ich glaube, da hinten ist der Hintereingang zur Mine. Den hätten wir nämlich nehmen müssen. Ja, zu den Minen. Das sieht aber auf jeden Fall cool aus. Hier ist so Rasen und alles. Hier können wir auch einen Base bauen, wenn das später geht. Stahlspitzhacke. Alter, Endgame. Betritt die Minen von Moria. Stärkere Spitzhacke benötigt. Das geht doch gar nicht. Jetzt bauen wir Stahl. Ey, dann müssen wir uns jetzt erstmal hier irgendwo was aufbauen gleich.